Ich nahm Clarentius Rat ernst und bemühte mich, wieder zu Kräften zu kommen, damit ich meine Schulung fortsetzen konnte. Früher hätten mich solch scheinbar raue Worte tief beleidigt, doch in der jetzigen Situation mahnten sie mich an meine damaligen Fehler und ich fand darin Trost. Während die Seele im irdischen Körper steckt, fällt sie in einen koma-ähnlichen Tiefschlaf, der auf die Einwirkung vom grobstofflichen Fluidum zurückzuführen ist. Dieser Zustand ist auch der Grund, weshalb ich nunmehr erkannte, dass das irdische Dasein niemals als ein Spiel zu betrachten ist, sondern immer und unter allen Umständen ernst zu nehmen ist. Erst jetzt, als alle erhabenen Aspekte einer Inkarnation auf Erden mir offenbart worden waren, begriff ich deren Wichtigkeit und dass mir bis dahin nichts davon bekannt war. Ich wurde mir den verpassten Gelegenheiten bewusst und sah nun ein, dass ich der Gastfreundschaft Nosolar nicht würdig war. Clarentius Offenheit war mehr als nur gerechtfertigt. Ich verbrachte viele Tage in tiefem Nachsinnen über das Leben. Innerlich aufgewühlt hoffte ich auf ein Wiedersehen mit meiner irdischen Familie. Obwohl die Wohltäter des Ministeriums für Hilfeleistung mich äußerst großzügig behandelten, sie errieten gewissermaßen meine Gedanken, wagte ich es nicht, sie um diese neue Gunst zu bitten. Bis jetzt hatten sie sich noch nicht spontan darüber geäußert, und vielleicht war es noch nicht an der Zeit, den Wunsch, meine Familie zu sehen, zu erfüllen. Ich schwieg und wartete ab. Lysias bemerkte meine Traurigkeit und versuchte mich aufzumuntern. Ich durchlief eine Phase der innerlichen Zurückgezogenheit. Das ist der Moment, in dem der Mensch von seinem Gewissen aufgefordert wird, sich ihm zu stellen. Eines Tages trat mein Betreuer in mein Zimmer und sagte strahlend: Errate, wer gekommen ist, um dich zu besuchen. Lysias fröhliches Gesicht und seine glänzenden Augen ließen es mich natürlich sofort erraten. Es ist meine Mutter, antwortete ich freudig. Mit weit aufgerissenen Augen sah ich, wie meine Mutter mit geöffneten Armen ins Zimmer kam. Sohn, mein Sohn, komm zu mir, mein Lieber. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was in meinem Inneren vorging. Ich fühlte mich wieder wie ein Kind, wie damals, als es regnete und ich barfuß im Sandkasten unseres Gartens spielte. Ich umarmte sie zärtlich, weinte vor Freude und durchlebte den ganzen Reigen des spirituellen Glücks. Ich küsste sie mehrmals und meine Tränen mischten sich mit den ihrigen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns so umarmt hielten. Schließlich war sie es, die mich aus dieser Euphorie herausholte. Sie sagte sanft: Mein Sohn, du solltest dich nicht so stark von deinen Emotionen ergreifen lassen. Wenn die Freude uns zu stark übermannt, kann das für unser Herz schmerzhaft sein. Anstatt dass ich meine liebe alte Mutter umarmte, wie ich es während der letzten Zeit ihrer irdischen Wanderung tat, war nun sie, die meine Tränen trocknete. Sie führte mich zur Couch und sagte: Du bist noch sehr schwach, mein Sohn, vergeude deine Kräfte nicht. Ich setzte mich neben sie. Sie nahm sorgfältig mein müdes Haupt in ihre Hände. Mich sanft streichelnd schwelgten wir gemeinsam in Erinnerungen. Als sie mich so tröstete,
fühlte ich mich als der glücklichste Mensch. Mein Gefühl sagte mir, dass mein mit Hoffnung gefülltes Boot im sicheren Hafen angekommen war. Die mütterliche Anwesenheit brachte meinem Herzen unendlich viel Trost. Diese Augenblicke verbrachte ich wie in einem Traum, voll unbeschreiblichen Glücks. Wie ein Kind versuchten meine Augen, alles festzuhalten. Ihre Kleidung, eine vollkommene Kopie eines ihrer vielgetragenen, dunklen Hauskleider, ihre wolligen Strümpfe, den blauen Schal. Ich betrachtete ihren kleinen Kopf, ihr Haar mit den schneeweißen Strähnen, ihr faltiges Gesicht, den sanften und ruhigen Blick, den sie noch immer hatte. Ich war glücklich. Mit zitternden Händen streichelte ich ihre Hände, die ich so sehr liebte. Ich brachte kein Wort heraus. Sie aber, viel stärker als ich, sprach ruhig. Wir können Gott nie genügend dafür danken, dass er uns diese großzügige Gnade gewährt. Mein Sohn, der Vater vergisst uns nie. Wir waren so lange voneinander getrennt. Denke aber nicht, dass ich dich vergessen habe. Manchmal hält die göttliche Vorsehung liebende Herzen für eine Weile getrennt, damit sie die göttliche Liebe kennenlernen können. Ihre Zärtlichkeit brachte noch nicht vernarbten irdischen Wunden wieder auf. Ach, wie schwierig ist es, sich von irdischen Rückständen zu befreien. Schwer lasten die in Jahrhunderten angesammelten Unvollkommenheiten auf uns. Häufig gab mir Clarenzio den weisen Ratschlag, mich nicht dem Klagen hinzugeben. Auch Lysias machte mich freundlich darauf aufmerksam, aber die mütterliche Zuneigung riss alte Wunden wieder auf. Zuerst weinte ich aus Freude, dann, als ich mich voller Bitterkeit an das irdische Dasein erinnerte, aus Verzweiflung. Ich konnte nicht begreifen, dass der Besuch meiner Mutter als eine zusätzliche, wertvolle Gnade der göttlichen Vorsehung geschehen war und nicht die Erfüllung meines eitlen Wunsches war. Ich steckte noch in alten Gewohnheiten und dachte fälschlicherweise, dass meine Mutter weiterhin die Anlaufstelle meiner endlosen Klagen und Leiden sein würde. Die Kinder der Erde betrachten ihre Mütter fast immer als ihre Bediensteten. Nur sehr weniger vermögen ist, die Selbstlosigkeit ihrer Mütter noch vor deren Ableben zu verstehen. Auch ich, immer noch an althergebrachter Vorstellung festhaltend, begann mich bitterlich bei meiner Mutter auszuweinen. Sie hörte mir schweigend zu und ich merkte, dass sie unendlich traurig wurde. Mit Tränen in den Augen drückte sie mich an ihr Herz und sagte liebevoll: Ach, mein Sohn, mir sind die Anweisungen des Clarentius bekannt. Beklage dich nicht, sondern lass uns dem Vater für den Segen diese Wiedervereinigung danken. Wir befinden uns jetzt in einer anderen Art von Schule. Hier lernen wir Kinder des Herrn zu sein. Als ich noch deine irdische Mutter war, gelang es mir nicht immer, dich richtig zu leiten. Seit ich hier bin, arbeite ich an meinen Gefühlen. Deine Tränen führen mich zurück in die Landschaft menschlicher Emotionen. Einerseits möchte ich dir Recht geben, dich auf einen Thron heben, als wärest du der beste Sohn im Universum.
Ich spüre in meiner Seele, dass mich irgendetwas drängt, mich wie früher zu verhalten. Andererseits entspricht dies in keiner Weise meinen neu erworbenen Lebenserkenntnissen. Auf der Erde mag dieses Verhalten verzeihlich sein, aber hier, mein Sohn, ist es unerlässlich, dass wir dem Herrn folgen. Weder bist du der einzige Nicht-Inkarnierte, der seine eigenen Fehler wieder gut machen muss, noch bin ich die einzige Mutter, die sich fern von ihren Liebsten fühlt. Bedenke, dass es unser Gang durch die Lichtpforte sein wird, der es unserem Geist ermöglichen wird, mehr Verständnis aufzubringen und menschlicher zu werden. Tränen und Verwundungen sind Teil dieses begnadeten Prozesses, damit unsere erhabensten Gefühle sich entfalten können. Nach einer langen Pause, in der sich etwas in meinem tiefsten Bewusstsein regte, fuhr meine Mutter fort: Wenn uns die Gelegenheit gegeben wird, für kurze Augenblicke die Wärme der Liebsten zu erleben, warum sollten wir diese Augenblicke vergeuden, indem wir in den Schatten der Klagen tauchen? Freuen wir uns, mein Sohn, und arbeiten wir weiter. Ändere deine Denkweise. Es ist zwar schön, dass du meine Liebe vertraust, denn deine Zuneigung macht mich unendlich glücklich. Aber ich kann von meinen neuen Erkenntnissen nicht abweichen. Von nun an soll unsere Liebe die tiefe, heilige, göttliche Liebe sein. Diese gesegneten Worte vermochten mich zu erwärmen. Ich fühlte, wie aus dem mütterlichen Herz kraftvolle Fluide ausströmten und mein Herz stärkten. Meine Mutter schaute mich beglückt an. Ein wunderschönes Lächeln stand in ihrem milden Gesicht. Bedächtig stand ich auf und küsste sie auf die Stirn. Sie erschien mir lieblicher und schöner denn je. Ende des Kapitels 15.